Es bleibt bei Bombe. Ach man, Ubisoft, die ganze Woche schon, am Montag und jetzt am Freitag, die haben irgendwas an der Bombe ganz besonders gefressen in dieser Woche. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Bei uns drehen sich die Sanduhren auch nicht im Gleichschritt. Bei den Gegnern aber noch schlimmer. Die ersten drei ja und dann die letzten beiden tanzen aus der Reihe. Ich glaube, ich und Jäger, wir drehen uns zugleich. Alibi auch noch und dann wieder. Ella und Mira tanzen aus der Reihe. Achtung, ein Bombenstandort ist in Gefahr. Was machen die beiden hier? Böses Auge platziert. Zwischen dem Fenster offen ist aber auch blöd. Beim Finger hätte ich gerne eine Bombe. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Ist einsatzbereit. Scheiße, ich habe das bessere Auge am Haupteingang nicht angebracht. Wand gesichert! Stacheldraht ausgelegt. Nicht Ella, lass das, Mann! Blitz haben sie. Irgendwas Gutes. Hologramm daneben gestellt. Pech. Jetzt habe ich. Diese Alibi nervt. Was macht denn der da? Mein Gott. Alle Kameras noch ganz. Drohne oben, Bibliothek. Unten ist jetzt einer. Unten bei der A-Bombe. Draußen. Oh, scheiße. Am gelben Ping hockt einer. Jetzt am gelben Ping. Am gelben. Achtung, die Gegner haben eine Bombe. Esch am großen Fenster unten. Wieder großes Fenster.
Scheiß dran, ey. Mann! Bild steht hier übelst beschissen. Ja, das war Alibi. Fuck, ist oben an der Luke, pass auf. Er guckt da runter. Sauf an der Luke. Ja. Sofort zerstören. Ein Gegner verbleibt. Safina, helf mal. Oben an der Luke. Muss schon weiter. Treppe könnte runterkommen, Vorsicht. Ich glaube, er rennt die Treppe runter. Luke habe ich im Blick. Ja, einer muss jetzt was machen. Nimm doch das Alter. Treppe. Ein ist alle. Oh. Gut. Das Nachladen dauert extrem lange. Mission des eigenen Trupps erfolgreich. Ja, aber auf die Entfernung kannst du mit dem Ding da nichts treffen. Letztes Mal sollte ich auf viel größere Entfernung mit dem Ei schießen. Gar nicht. Doch. Nee. Ich glaube sogar letzten Freitag. Das war eine viel größere Entfernung. Nee. Oh doch. Nee. Oh doch. Nee. Serafina und der Entschärfer, das wird noch was. Eine ganz enge Beziehung. Nee. Doch, es war gerade ein erster Schritt. Du hast ja keine Anstalten gemacht, deinen Hintern zum Entschärfer zu bewegen. Ich stand direkt daneben. Ja, warum hast du da nicht entschärft? Weil oben jemand an Luke war. Mach die Luke oben zu. 10 Sekunden. 5 Sekunden. In diesem Bereich ist eine Aufgabe. Seid doch sicher. Gerät ist platziert. Let's get up. Sprengladung irgendwo. Black, ach komm, ich darf ihn wieder nicht treffen. Ja, genau, ey. Nicht dahin, Serafina. Oben ist Loch in der Decke. Noch eine Luke, ohne. Ja, Gegner. Lokalisiert. Ihr wisst, was zu tun. Träger aufgehalten. Oben. Achso, ja. Hm. Ach, Scheiße. Die haben Nock. Die haben Nock. Nock ist im Esszimmer gewesen. Hier ist jemand um mich herum. Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Das ist doch eine schlechte Position gewählt zum Stehen. Ne? Tja, wo sonst hin? Der Entschärfer war vor mir. Weiter nach hinten, in den Triophenraum vielleicht.
Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Garage ist sauber. Auch Vivian Trophäen. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Jäger haben sie. Mira, okay. Grabschrau, oh. Ja, da hört man die Waffe. 5 Sekunden bis Einsatz. Rückt zur Bombe vor und entschärft sie. Fenster begeht, bin mir auf. Nachladen. Spritzenmann tot. Ist aber noch wer raus. Camping ist noch jemand? Wechsel Magazine. Geräte werden ausgeschaltet. Die Luke zur Garage ist offen. Okay. Oh Gott, Mira ist aus dem Fenster gesprungen. Ja, ich hab sie. Danke für die Ansage. Grabschrau schon, schon tot. Benutze Drohne. Ich fahre mit der Drohne mal vor. Jäger. Wir haben noch, so wie es aussieht, Echo. Ja. Trophäenraum ist sauber. Drohne lasse ich da mal stehen, Serafina. Ich gehe mal rein. Du hast den Entschärfer. Oh, nee, direkt in der Küche. Nur noch an der Wand zum Flur. Na klar. Alter! Wie war denn das kein Headshot, ey? Was ist das denn? Wieso rennst du denn auch einfach rein, ey? Weil Luft. Saubere Luft. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren.
Garage. Jawohl. Lokalisiert. Die haben noch Gabschrauber. Da war die Gabschrauberwaffe. No, wo, wo. 10 Sekunden bis Einsatz. 5 Sekunden bis Einsatz. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Hm. Strom hinten drauf. Ist aber kalt, der hat das oben angebracht. Weiß nicht, ob das. Ich glaube, die EMP schafft das trotzdem. Naja, weil ich hab das. Moment, noch nicht schießen. Ich bin noch nicht dran. Ich hab das immer oben, also ein Stockwerk höher angebracht und da kommen Dings nicht mehr ran. AVS und Elektrokralle weg. Guck hinter euch. Spendet habe ich. Kite habe ich nicht. Yokai ist bei der anderen Bombe einmal. Okay. Ansonsten sehe ich hier keinen Yokai. Ich versuche mal zu entschärfen, wenn du Tür guckst. Ich weiß entdeckt, hier ist Yokai. Warte, hier kommt. Die Kamera ist schon kaputt. Hier ist auf jeden Fall Yokai, ich werde nämlich entdeckt, die Kamera ist kaputt. Was sehe ich hier? Gab es Frau Weinkeller? Kannst mal eine EMP reinwerfen, Seraphine, auch wenn du da oben aufgeben musst. Hinten ist jemand an der Tür. Ich guck hin. Und Joker erwischt? Hast du Joker erwischt? Nein, das ist da, das ist im anderen Raum. Oder? Entdeckt. Nee, doch nicht. Das, nee, da oben war was, ja. Ich würde mal entschärfen jetzt, okay? Achtung. Guck mal, ich wieder raus. Ach komm! Ich guck hoch, Seraphina, falls sie wieder rauskommt oben. Bombe ist jetzt. Bombe ist Kamera. Kraftschrau. Und C4. Ja, genau. Meine Kamera ist kaputt. Geh mal weiter weg. Kraftschrau angeschossen. Nicht zu dicht dran, oder? Du musst schon auf die Tür gucken. Letzter verbleibender Gegner. Ja, die geht oben raus, Haupteingang, die hat keine Chance, das schafft die nicht mehr. Sie stirbt. Habe ich dich jetzt mitgeblendet? Egal. Wie wird's denn da geblendet werden? Na, sie hat ja reingeguckt. Ja, aber nicht dahin, wo du. Ich hab zwei geworfen. Ja, aber einmal nach hinten. Ja, hat er trotzdem Umkreis. Sie hatte die Wand noch vor sich. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ich guck Garage. Garage wieder. Die haben wieder Yokai. Hat eine Bombe gefunden.
Die zwei hier einfach noch rumstehen. Na, Jukev steht nicht mehr. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Oder Yokai steht gerade. Wir kennen alle wieder Gabschau. Und kein Stromhans, nichts zum Verstärken. Ja, zum Verstärken schon. Ja, zum Verstärken, Verstärken. 10 Sekunden bis zum Einsatz. 5 Sekunden. Ich fliegt jetzt gleich C4 raus, wenn wir da angehen. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Seraphina hat einen Entschärfer. Joka ist direkt hier in der Ecke. Oben. Also wenn du EMP... Ja, ich bin ja schon auf dem Weg zu dir. Ich mach erstmal auf. Noch nicht schmeißen, ich mach erstmal auf. Hinter mir. Das ist wie gesagt hier oben. Ne, ist jetzt weg. Ist jetzt auf dem Boden. Vielleicht spreng ich sie ja mal gucken. Ne, jetzt ist weiter nach hinten. Ich guck nach hinten oben. Jetzt ist wieder. Jetzt geht wieder Arsch oben raus. Was? Ach, da hinten. Vordach war das. An mir dranbleiben. Drohne ist bereit. Yokai ist schon mal tot, das ist gut. Also, der Mann. Vorsicht, C4 fliegt raus! Nicht die Drohne! Nein! Was denn? Meine Drohne hat's gesprengt. Was müsste denn hier? Elektronikscanner überprüft. Und Tanja macht alles klar. Yokai, Harry. Ich hol mir mal einen Entschärfer, oder, Seraphina? Ich werde hier entdeckt. IQ, bitte gucken. Du hast den Entschärfer fallen. Stimmt, Yokai. Entschärfer Yokai, Harry, geholt. Gesagt. Vielleicht nochmal Yokai, irgendwas entdeckt mich. Nein. Er ist doch tot! Ja, aber kann trotzdem durchgucken. Ich entschärfe. Ich werde wieder entdeckt. Au, ich kriege Aua. Ja, da oben ist eine kugelsichere Kamera. Kommt okay. Einer raus hier oben. Ich guck Dach. Sehr auf ihn hat's. Mein Gott. Da ist eine kugelsichere Kamera, deswegen. Ja, hier an der Bombe, es ist. Und es ist tot. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Die Kamera wurde mir nicht angezeigt. Da steckt wohl ein kleiner Störsender in deinem Phantomgerät. Ach, Charlie ist einfach spitze. Als Angreifer und als Verteidiger ist das eine ziemlich heikle Position unten bei der Garage, bei der Schneemobilgarage. Aber ich mag sie einfach. Charlie wird ja Ende 2020 überarbeitet. Ich hoffe, die Garage bleibt genauso, wie sie ist. Die ist einfach schön spannend. Macht Laune. Auch wenn Echo ganz schön nerven kann, aber gehört halt dazu. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.